scheitert die E-Mobilität an den Ladesäulen? Das ist eine etwas provokante Frage, die aber immer auch in den Community-Kommentaren häufiger mal gestellt wird. Wir haben ja so eine Situation, Hinderungsgründe für die E-Mobilität. Ich sag mal, Anschaffung ist zu teuer, habt ihr in meinem letzten Video gesehen mit den 5 Jahreskosten, wenn man es ordentlich rechnet, nein. Es gibt keine geeigneten Modelle, kann man jetzt inzwischen auch nicht mehr sagen. Reichweite, ja, für die meisten eigentlich nicht relevant. Zwei Sachen höre ich aus den Kommentaren raus. Das eine ist der Strompreis, der hat sich in die falsche Richtung entwickelt in den letzten 5 Jahren. Und das zweite ist, ja, die Ladeinfrastruktur. Ich würde ja schon, wenn ich laden könnte. Und zu meinem heutigen Gespräch habe ich, glaube ich, die perfekten Gäste eingeladen, nämlich von der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur, den Johannes Pallasch, hallo, und den Konrad Hammer. Hallo. Die Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur klingt ja, sehr förmlich. Können Sie mir da kurz mal was dazu sagen, um was es da geht? Vielleicht der Leiter der Leitstelle? Ja, die Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur gehört zum Bundesverkehrsministerium und wir arbeiten quasi hinter den Kulissen der Bundesregierung. Und unsere Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass eben nicht an der Ladeinfrastruktur scheitert. Und ich glaube, das ist die beruhigende Nachricht an alle da draußen. Es gibt da 50 Männer und Frauen, die jeden Tag morgens aufstehen, um dafür zu sorgen, dass es funktioniert. Okay. Und seit wann ist das schon so? Seit wann gibt es diese Leitstelle? Ja, wir haben jetzt 5-Jähriges. Ach, und ja, es ist tatsächlich genau vor 5 Jahren hat man die Leitstelle beschlossen, ins Leben zu rufen. Die Idee war eben, dass wir auch basierend auf digitalen Daten diesen Hochlauf der Ladeinfrastruktur mitplanen und dann aber natürlich die Industrie ausführen lassen. Aber dass wir auch immer wissen, was wollen wir auch aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzer. Weil es gibt eigentlich keinen Anwalt in dem Spiel, der diese Personengruppe vertritt. Und das ist unsere Rolle. Ich würde jetzt mal sagen, ich bin der Anwalt, der zumindest euch vertritt. Und deswegen freue ich mich heute auf dieses Gespräch. Vielleicht noch ganz kurz, damit wir wissen, wer für was zuständig ist. Was ist Ihre Aufgabe jeweils und wie sind Sie dazu gekommen? Ja, ich bin Leiter und Sprecher der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur. Ich mache das jetzt für die Bundesregierung seit 12 Jahren. Wir hängen unter dem Dach der NOW GmbH. Von daher kenne ich auch die ganzen Anfänge und das Thema ist aber inzwischen so groß, weil es so viele Facetten hat. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir brauchen dringend einen Außenminister. So nennen wir ihn intern und das ist der Konrad Hammer. Aber Konrad, stell dich bitte mal selber vor. Ja, danke Johannes. Ich bin seit 5 Jahren quasi jetzt auch schon bei der Leitstelle mit dabei. Ich bin zuständig für das Thema Bund-Länder-Kommunen-Koordinierung. Wir sitzen ja heute hier auch im schönen Konstanz. Wir hatten hier auch gerade ein Koordinierungstreffen mit anderen Bundesländern und auch sogar die Nachbarländern, weil es natürlich relativ wichtig ist, das Thema Ladeinfrastruktur auch in der Vielschichtigkeit der politischen Ebenen halt eben auch voranzubringen. Denn wir aus Berlin heraus können nicht das ganze Thema von dort heraus gestalten, sondern wir müssen halt eben auch mit den Akteuren vor Ort aktiv sein. Und dafür leite ich auch ein Team, quasi die Ebene darunter, unter Johannes, bei der Leitstelle. Mit dem Konrad Hammer habe ich auch schon das eine oder andere aufgenommen. Zum einen seht ihr beim The Smarter E-Podcast, den ich in den Shownotes verlinke, glaube ich, mindestens 2 Gespräche. Und ich habe auch auf diesem Kanal schon mal was mit ihm gemacht und das verlinke ich euch auch hier. Ich habe ja vorhin im Eingang behauptet, dass die fehlende Ladeinfrastruktur eine der größten Flaschenhälse ist im Bereich der E-Mobilität. Würden Sie dem zustimmen? Ich meine, es muss ja einen Grund geben, dass es diese nationale Leitstelle gibt. Also wir sind mit dem aktuellen Status der Ladeinfrastruktur sehr zufrieden, weil es durchaus ausreichend Ladeinfrastruktur für den Moment gibt. Aber wir haben eine große Sorge und das ist, es kommt eben diese Kundengruppe Massenmarkt, die nochmal anders tickt als die Early Adopter. Und für die müssen wir jetzt schon schauen, ist das Netz dicht genug und ist auch das, was man dort anbietet. Also wie funktionieren diese Preissysteme, ist der Zugang reibungslos etc. Also da müssen wir nochmal genau hingucken, dass auch die Qualität nochmal ins Visier genommen wird. Aber grundsätzlich sind wir auf einem guten Weg, aber wir laufen natürlich gegen die Uhr. Wir müssen ja so schnell wie möglich den Umstieg hinbekommen, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Von daher ist dort schon geboten, mit aller Kraft ranzugehen. Ich würde es mal kurz ergänzen. Ich glaube, wir sehen gegenwärtig, dass sich das batterieelektrische Auto sehr stark, wie bei Ihnen, im Eigenheim tummelt. Mhm. Also sprich, habe ich eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, kann ich noch eine Wallbox aufbauen, dann ist das im Grunde genommen das wirtschaftlichste Auto, was ich aktuell fahren kann. Mhm. Selbst auf Familienfeiern meiner großen Familie im entfernten Ostdeutschland, selbst da hat sich das teilweise rumgesprochen, dass man sagt, das ist einfach wirtschaftlich und das macht Sinn. Mhm.
unabhängig jetzt vom Spaßfaktor, den natürlich ein batterieelektrisches Auto auch mitbringen kann und auch mit dem sogenannten Verzicht, dass ich nicht mehr mit 200 auf der linken Spur fahren kann. Wo man sich aber generell die Nachhaltigkeit auch Fragen stellen kann. Man kann es natürlich auch, aber auch... Kann man schon, aber mit Verlusten. So, aber natürlich nicht sehr lange. Ja. So. Also das muss man mal sehen. Ich glaube, diese Gruppe, die greift gegenwärtig sehr stark zu zum batterieelektrischen Auto. Und die zweite Gruppe, die auch noch einen Firmenwagen vielleicht gestellt bekommt, wo ich auch vielleicht auf dem Betriebsgelände laden kann. Ja. Aber nun sehen wir, auch gerade von den Zeiten der Kaufprämie, die wir hatten vor 2-3 Jahren, wo die also richtig losging, diese kurzfristigen Leasingverträge, die 2-3-jährigen Autos, gehen jetzt zurück. Und wir sehen auch da einen Preisverfall. Da wird mit verschiedensten Dingen argumentiert, ja, die Nutzerinnen, die vertrauen nicht in die Batterie, weil sie nicht wissen, wie lange die Batterie hält. Die Nutzerinnen glauben nicht, dass die Technik mehr state of the art ist, weil 3 Jahre ein E-Auto entwickelt sich so viel weiter wie ein Smartphone. Und die Dinge kommen darüber. Ich glaube aber tatsächlich, eine der Gründe ist, wenn wir hier auch aus dem Fenster schauen, sehen wir das. Da hinten sehen wir, ich sag mal, auch hier für Konstanzer Verhältnisse, so eine Art Block. So, und was ist mit den Menschen, die da in diesem Block wohnen? Ja. Die werden auf der Straße irgendwo draußen parken. Ja. Und da werden die auch ein Ladeangebot haben wollen. Und wenn ich jetzt sehr einfach sage als Stadt, naja, die sollen zur Tankstelle fahren um die Ecke und sollen dort aber aktuell für 79 Cent HPC laden. Mhm. Ich glaube, dann ist auch der günstige Gebrauchte, den ich vielleicht für 15.000, 16.000 Euro bekomme, einfach in der Realität, ich sag mal, der Nutzerin nicht unbedingt ein attraktives Produkt. Mhm. Und das ist tatsächlich schon eine Frage, die wir uns aktuell stellen. Wie kommen wir bei dem sogenannten Quartiersladen quasi voran? Menschen, die in quasi einer Stockbebauung halt eben wohnen, die keinen eigenen Stellplatz haben, wie kriegen wir da halt eben, ich sag mal, eine günstige und auch bedarfsgerechte Ladeinfrastruktur auf die Gasse? Wir haben ein großes Thema und wir haben auch ein bisschen Zeit dafür. Also ich denke, was wir heute leider nicht lösen können, sind die Preise, denke ich mal, oder? Haben Sie was mit den Preisen, den Strompreisen zu tun direkt? Ja, grundsätzlich schon. Betrachten wir das Thema schon sehr kritisch. Weil wir natürlich immer aus Endkundensicht schauen. Also die Philosophie der Leitstelle ist natürlich, setzt euch selber ins Auto, liebe Kollegin, fahrt, also Elektroauto natürlich, fahrt durch die Gegend, macht Erfahrungen. Und was wir eben schon erleben, ist, dass das Preissystem, das wir aktuell haben, nicht das ist, von dem wir überzeugt sind, dass es den Massenmarkt ermöglicht. Mhm. Das hat damit zu tun, dass wir Strukturen haben, die dazu führen, der eine zahlt 40 Cent, der nächste 80 Cent. Das sind Preisspreizungen, die sind nicht nach außen hin vertretbar. Mhm. Von daher ist das für uns schon ein Thema. Und wir müssen natürlich bei den Ausschreibungen, die wir tätigen, also Stichwort Deutschlandnetz beim Pkw, aber jetzt auch Lkw, natürlich auch Modelle etablieren, die dafür sorgen, dass solche Dinge nicht passieren. Also auf Beispiel, dass wir dafür für ein Level Playing Field sorgen. Also wir sagen, ob einer mit Ad-Hoc-Laden kommt oder mit dem EMP-Vertrag, das ist uns vollkommen egal. Aber die brauchen die gleichen Startbedingungen, was den B2B-Preis angeht. Mhm. Und da sind wir sehr radikal, was Wettbewerb angeht. Wir wollen Wettbewerb, aber wir wollen eben auch faire Startbedingungen. Okay, ich glaube, ich muss es so ein bisschen schichten. Bin noch bei den Voraussetzungen. Dann sind wir nämlich jetzt schon bei dem, was macht die Leitstelle eigentlich. Aber mich interessiert noch mal von den Voraussetzungen her. Wenn ich sagte, fehlende Ladeinfrastruktur, dann ist ja Ladeinfrastruktur ein ziemlich breiter Begriff und umfasst eine ganze Menge ganz unterschiedliche Sachen. Ja. Welche Ladeinfrastruktur hat denn die Leitstelle oder haben Sie denn im Blick sozusagen? Also wir haben vor allem das Gesamtsystem im Blick und wir gucken, ne, dass wir die verschiedenen Komponenten, also Schnellladen, normales Laden, beides im System ermöglichen. Wir sehen natürlich jetzt, wo gerade die Reise hingeht, gerade wenn es um die Langstrecke geht, haben wir das Thema Schnellladen. Aber wie Konrad Hammer gesagt hat, also wenn wir jetzt wieder im Quartier sind und uns überlegen, wie wir regelmäßig laden, hat auch die Normalladung noch eine Berechtigung. Also wir gucken uns beides an. Ja, das und ist jetzt, das ist jetzt Heimladen ja. Würde ich auch noch mal ganz kurz ergänzen wollen. Wir betrachten im Grunde genommen, es gibt sozusagen 7 Lade-Use-Cases, die hat bereits die nationale Plattform Elektromobilität vor über 10 Jahren definiert, wo man im Grunde genommen sagt, man spricht vom Laden im Eigentum, man spricht vom Laden in Mehrparteienhäuser, also auch im Eigentum mit einer Tiefgarage unten drin. Und das dritte Laden ist, sage ich mal, das gewerbliche Laden auf dem Betriebshof. Das ist dieses private Laden. So. Da sehen wir natürlich, betrachten wir das insbesondere sehr interessiert vor dem Hintergrund Netzanschlussfragen. Bei uns wird natürlich auch immer mehr berichtet, große Mehrparteienhäuser, Gemeinschaften, auch teilweise WEGs, wollen elektrifizieren, entscheiden sich 14, 15 Ladepunkte aufzubauen und kriegen dann eine Rückmeldung vom lokalen Netzbetreiber, sofern sie die überhaupt irgendwann mal bekommen. Die bekommen sie, aber das ist alles mit sehr langen Fristen verbunden. Der Niederspannungsanschluss, um den es ja dann da geht. Und da schauen wir schon sehr genau hin und sind da auch sehr eng mit den Kollegen im Bundeswirtschaftsministerium im Austausch, um quasi diese Verfahren zu beschleunigen, ja, sowohl was den Netzanschluss betrifft, aber auch natürlich, was die Frage
der Strombereitstellung betrifft. Wir schauen uns hier in dem Zusammenhang auch, was ich auch nochmal als einen echten Gamechanger sehen würde, in diesem privaten Ladekontext, dieses Thema bidirektionelles Laden, also sprich, dass ich auch Energie aus dem Fahrzeug rausnehmen kann. Ich beschäftige mich bei dem Thema auch mittlerweile seit 11, 12 Jahren. Ja? Und bereits in meiner Frühzeit, meinem Berufseinstieg 2011, hatten wir ein erstes F&E-Projekt, damals mit einem kleinen Anbieter aus Japan, durchgeführt in Thüringen, wo wir schon dieses bidirektionale Laden getestet haben. Und man muss jetzt irgendwie sagen, dass wir im Jahr 2024 der Elektromobilität immer noch nicht so weit sind, da einen Standard zu haben und das skaliert zu haben, auch in Bezug auf Stromnetzstabilität. Ja. Das ist schon was, was uns schwer beschäftigt, sage ich mal, und wo wir auch sehr stark mit dem Bundeswirtschaftsministerium im Austausch sind, auch wirklich Fachkollegen bei uns in der Leitstelle haben, die sich damit beschäftigen. Weil ich halte das übrigens auch nochmal im privaten Bereich auch echt nochmal für einen echten Gamechanger oder auch in Mehrparteienhäusern, wo die Fahrzeuge stehen, auch im gewerblichen Kontext, weil das natürlich auch die Stromnetze unwahrscheinlich entlasten kann. Und die Story war ja auch immer der Elektromobilität, da fahren zig so und so viele Stromleistungen quasi an Speicherkapazität da draußen auf den Straßen rum. Und das müssen wir, glaube ich, auch in dem integrierten Ansatz, insbesondere der Energiewende, auch noch mit besser berücksichtigen. Also das mal so Anwendungsfeld, privater Bereich. So. Dann kommt der öffentliche Bereich. Da kommt das, was Kollege Palasch gesagt hat. Insbesondere sehen wir da sehr schnell natürlich auch das Fokus Schnellladen entlang der Achsen. Und da glaube ich halt eben auch, man sagt immer so dieses schöne Beispiel, wenn ich 2-3 Mal im Jahr im Urlaub fahre, da bin ich auch gewillt, mehr zu bezahlen. Auch, dass meine Kinder im Auto ruhig sind, investiere ich vielleicht etwas mehr an der Raststätte und so zahle ich dann vielleicht auch mehr für das Laden. Und ich glaube, da haben wir ein gutes Angebot, das werden wir auch nochmal verdichten. Da haben wir auch als Leitstelle das Deutschlandnetz vorangebracht. Ist aus meiner Sicht gut on track. Und dann haben wir das zweite Thema dabei nochmal, oder zweites und dritte Thema, das Laden beim Handel oder Point of Interest. Das kann bei einem Fitnessstudio sein oder das kann auch eben bei einem Einzelhandel sein. Da werden verschiedenste Aktivitäten durch Einzelhändler gefahren. Und der last but not least, letzte Lade-Use-Case ist halt eben das Laden am Straßenrand, das öffentliche Laden halt eben im Quartier. Und das ist halt eben verdammt abhängig in Deutschland davon, wie die Kommune das halt eben angeht und wie die Kommune sich da quasi halt eben aufstellt und wie sie meint, dieses Thema voranzubringen. Und deswegen seid ihr hier in Konstanz. Genau, und deswegen waren wir hier unter anderem mit in Konstanz, um uns das mal anzuschauen, wie das hier die Kommune in Konstanz macht. Und halt eben auch durchaus die Herausforderung, sich da wirklich auch mal anzuschauen. Aber ich finde es jetzt schon, also nur um das nochmal so für mich zusammenzufassen, wir haben natürlich auf der einen Seite die Frage langsam und schnell laden, das ist eine Thematik. Wir haben dann auf der anderen Seite die Sache privat und öffentliches Laden. Aber selbst da ist es ja noch so, dass ja auch im öffentlichen Bereich, das sind doch dann wiederum private Investitionen, oder? Die Bundesrepublik selber stellt keine Ladesäulen hin, oder? Richtig. Was wir machen, dass wir planen und wir ermitteln auch Bedarfe, aber letztendlich ist es Aufgabe der Industrie, die aufzubauen und zu betreiben. Und wir als Staat stellen auch Gelder zur Verfügung, die wir dann über Ausschreibungen oder Förderprogramme damit reingeben, aber die zentralen Investitionen kommen aus dem Markt. Und das Ziel ist natürlich auch, dass langfristig ein sich selbst tragender Markt ist. Ne? Aber, und das ist, glaube ich, die Besonderheit, man hat schon erkannt, das ist ja eine gigantische Transformation. Wir stehen ja ganz am Anfang. Also wir hatten vorgestern Berlin-Marathon, ne? Und wir vergleichen das auch mal gerne mit Marathon. Wir sind gerade mal 2 Kilometer gelaufen. Ja, also wenn wir uns überlegen, wir wollen die komplette Fahrzeugflotte in Deutschland elektrifizieren, dann haben wir noch einen gewaltigen Weg vor uns. Und das ist eben unser Job, diesen Weg jetzt zu begleiten, weil da kommen ja noch Probleme, die wir gar nicht kennen. Ja, ich habe mein vorletzter Podcast, da ging es um die disruptive Entwicklung oder die disruptive Innovation. Und da hatten wir es davon, dass wir eigentlich gerade bei der Elektromobilität, zumindest in China, schon bei diesem Disruptions-X eigentlich da sind. Also die sind eigentlich, habe ich ja selber festgestellt, gleich teuer oder begünstiger eher. Sie sind geiler. Das heißt, im Grunde könnte ja jetzt passieren, dass es BÄM macht und plötzlich geht es richtig los in den nächsten 5 Jahren. Mal ketzerische Frage, haben Sie da eher Angst davor? Ja, das ist tatsächlich eine Herausforderung, weil, ich sag mal so, wir haben gerade ein günstiges Verhältnis Ladeinfrastruktur zu Pkw. Das ist, würde ich sagen, man kann sagen, ein halbes Jahr Vorlauf für das Thema Ladeinfrastruktur. Verschnaufpause. Aber was wir auch sehen, wir haben tatsächlich auch negative Skaleneffekte. Das heißt, also mit jeder Fläche, die wir zusätzlich brauchen, ne, die wir jetzt in Kommunen bereitstellen müssen oder anderswo, wird es schwieriger. Mit jedem Netzanschluss, den wir zusätzlich brauchen, wird es schwieriger. Das heißt, also wir haben jetzt ja nicht so irgendwie diese Ketchupflaschen-Effekt, dass quasi einfach, jetzt kommt Masse und es funktioniert auf einmal alles, auch bei der Infrastruktur. Sondern da müssen wir schon gucken, wie wir die Menge an Infrastruktur eigentlich hinbekommen. Also Infrastruktur entwickelt sich nicht disruptiv sozusagen, sondern im Gegenteil, es wird eher schwieriger.
Genau, weil wir haben tatsächlich, ne, wir brauchen Netzanschlüsse und da laufen wir in verschiedenen Bereichen natürlich gegen die Wand. Und wir haben natürlich auch einen Flächenmangel und beide Themen sind zentral zu lösen. Und deswegen sagen wir immer so, das muss man eben auch vom Ende her denken, dass wir sagen, okay, was brauchen wir denn langfristig gedacht? Momentan ist es ganz viel noch so, wir fahren auf Sicht, gucken, was kriegen wir im nächsten Schritt raus, gequetscht aus dem bestehenden System. Da müssen wir auch, glaube ich, ja, langfristiger, strategischer denken. Vielleicht mal als kleine Verschnaufpause einen kleinen Blick zurück. Das tut ja auch manchmal gut. Da kann man sich mal vielleicht auch so sonnen in dem, was bereits schon gelungen ist. Seit 5 Jahren gibt es die Leitstelle. Was hat sich denn in dieser Zeit entwickelt? Wo sind denn die Fortschritte da vor allem schon zu sehen? Dass auch die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nicht nur Forderungen im Kopf kriegen, ja, also was solltet ihr tun, sondern vielleicht auch gar nicht wissen, was hat sich schon mit Hilfe der Leitstelle entwickelt. Ja, da würde ich mal anfangen. Ich meine, Johannes kann ja mal so ein bisschen auf das öffentliche Laden vielleicht eingehen. Ich würde mal in den privaten Bereich reingehen. Ja. Wir hatten zu Beginn der Leitstelle ein Förderprogramm gemacht, dieses bekannte KfW 440-Programm. Und das waren diese 900 € Wallbox-Förderung. Mhm. Kann man jetzt im Nachhinein sagen, großer Mitnahmeeffekt. Ja? Mhm. Aber wir haben über diese 900 €, also 900.000 Wallboxen haben wir am Ende gefördert und über 700.000 wurden errichtet. Man muss sich mal überlegen, über 710.000 Ladepunkte, ich glaube bei knapp 150.000 öffentlichen Ladepunkten, die wir haben, nur dass man das mal so im Verhältnissen sieht. Also wir haben im Grunde genommen ganz, ganz viele Eigenheime, wobei ein Drittel dabei waren, auch Mehrparteienhäuser, haben wir da mit Ladeinfrastruktur, gerade in diesem Use Case, der relativ einfach ist, haben wir damit versorgt. Und wir haben damit auch die Wallboxen in Deutschland deutlich günstiger gemacht, denn wir haben eine Skalierbarkeit reinbracht. Und ganz wichtig, das Handwerk hat davon auch unwahrscheinlich profitiert, denn jeder kleinste Elektriker mittlerweile in abgelegensten Orten, Regionen in Deutschland hat verstanden, oh, ich muss auch mal sowas wie eine Wallbox installieren, muss die erden, muss einen bestimmten FI-Schalter bekommen, so weiter und so fort. Was teilweise auch für Elektriker, wurde uns berichtet von Elektrikhandwerkerinnungen und Kammern, dass das durchaus auch ein bisschen Neuland für die war. Ja? So, also muss man sagen, also da kann man im Grunde genommen Haken dran machen. Sie werden überall in Deutschland gute Angebote für Wallboxen zu Hause finden und auch qualifiziertes Personal. Dasselbe haben wir gemacht, nicht ganz in dem Umfang, dass wir Ladeinfrastruktur insbesondere bei kleinen und mittelständischen Unternehmen gefördert haben. Das heißt, auch eine Reihe von kleinen und mittelständischen Unternehmen können heute ihre Mitarbeitenden auf dem Betriebshof im Grunde genommen Ladeinfrastruktur anbieten und können da auch leisten, da auch einen wichtigen Beitrag mit dazu. Das zeigt halt eben einfach erst einmal, wir haben uns zu Beginn erstmal die etwas niedrig hängenden Früchte vorgenommen, ja, was damals auch noch politisch eher gewollt war, sage ich mal, ja, und haben uns dann im nächsten Schritt in den öffentlichen Bereich halt hineingehangelt. Und da würde ich mal an Johannes abgeben, da gibt es, glaube ich, auch noch 2, 3 ganz gute Beispiele. Ich würde trotzdem noch was nachfragen. Also das, wenn man sich anschaut, wie die E-Mobilität ihren Boom hatte, dann war das ja auch so, dass die ersten Autos, sagen wir mal, die passen ja ganz gut zu dem Eigenheim mit der Wallbox. Also so, man hat ja auch oben angefangen. Jetzt bei dem Gewerbe, finde ich ganz interessant, also hat das gut funktioniert, weil das Gewerbe hatte ja ein Stück weit noch das Problem, dass es nicht die passenden E-Autos dazu gab. Also war das dann ein guter Match sozusagen? Erstmal haben wir das 2 Jahre versetzt gemacht. Also wir hatten das Gewerbe so 21, 22 gestartet. Und wir haben natürlich auch unter Gewerbe definiert den Steuerberater. Wir haben auch unter Gewerbe definiert den Reisebüro-Verkehrskaufmann oder Frau. Ah, ich bin auch Gewerbe. Und das heißt, so, auch hier sitzen Gewerbetreiber gerade gegenüber. Na klar. So. Und natürlich haben wir da auch eine ganze Reihe mit Ladeinfrastruktur versorgt, die quasi im Grunde genommen eher im Pkw-Bereich sind und nicht im Nutzfahrzeugbereich sind. Ja. Was den privaten Bereich betrifft, vielleicht, weil jetzt doch nochmal das Gewerbe angesprochen wird, da haben wir jetzt seit letztem Jahr, da fördern wir jetzt, muss man sich mal überlegen, im privaten Bereich, das ist ja vor 5 Jahren bei unserer Gründung undenkbar gewesen, nur damit man mal sieht, wie die Technik sich weiterentwickelt hat. Da fördern wir jetzt DC-HPC-Ladeinfrastruktur bis 150 kW fördern wir im privaten Bereich gerade in einem Förderprogramm, mit Förderpauschalen. Ja. Zwar jetzt keine gigantischen 500 Millionen, aber durchaus auch eine Summe, auch auf KMU fokussiert, die da auch abgegriffen wird. Und wer schlägt dann dazu? Letztlich Subunternehmen, die in der Kurier- und Paketbranche aktiv sind. Oder halt eben auch häusliche Pflegedienste, die sagen, wo die Fahrzeuge schnell gedreht werden müssen. Sicherheitsdienste, Flotten, die halt eben unterwegs sind. Und auch noch mal eine Zahl davon mitzunehmen, auch durchaus zu einem gewissen Anteil von über einem Drittel, ohne das jetzt hier mich wirklich dazu zitieren, tatsächlich auch schwere Fahrzeuge über 7,5 Tonnen. Ja.
Also wo jetzt im Grunde genommen auch die batterieelektrische Mobilität da auch bei den Logistikern jetzt da eben jetzt auch vorankommt. Und das ist, glaube ich, so eine Evolution im privaten Bereich, die wir in 5 Jahren gesehen haben. Ja? Von Beginn kleine AC-Säule zu Hause, jetzt wirklich HPC-Säule bis 150 kW, auch im privaten Bereich, die auch wirklich noch einen Förderbedarf hat, da ich ja dort auch wirklich sehr hohe Mehrkosten habe, wenn ich sowas aufbaue. Habt ihr hier die Elektrobusflotte auch gefördert in Konstanz? Ja. Das würde dann auch einpassen. Genau, haben wir auch gefördert, allerdings nicht als Leitstelle, sondern das haben die Kollegen vom Bundesverkehrsministerium gefördert. Mhm. Aber wir haben da natürlich auch mal ein Auge drauf auf die dazugehörige Ladeinfrastruktur und haben uns hier auch gestern angeschaut und haben auch festgestellt, dass die auf sehr großes Wachstum ausgerichtet ist und es scheint dann hier in Konstanz auch bald noch mehr E-Busse zu fahren. Ja, stimmt. Habe ich mir auch sagen lassen. Jetzt, das war der private Bereich. Ich habe eben viele Kommentare unter meinen Videos, die sagen, ja, das ist ja schön und gut, wenn man wie du ein eigenes Haus hat. Aber im öffentlichen Bereich sieht es eben mau aus. Wir haben hier ein paar Parkplätze. Wenn man Glück hat, steht nicht gerade ein Verbrenner drauf. Genau, aber das ist doch ein dickes Brett. Ja, ein richtig dickes Brett und das hat die Bundesregierung zum Glück früh erkannt, dass man hier auch eine nochmal ergänzende Kompetenz zum Ministerium braucht. Im Ministerium sitzen Juristinnen und Juristen und hier geht es auch ganz viel um Bedarfsplanung, um Technikeinordnung, Bewertung und deswegen das starke Signal der Bundesregierung mit der Leitstelle auch auf Augenhöhe mitspielen zu wollen. Das heißt also, ne, in so einer Transformation gibt es natürlich auch die Neuverteilung von großen Kuchen, nennen wir das immer. Also es geht ja um ganz, ganz viel Geld. Mhm. Also wenn man sich überlegt, also das, was ja draußen bislang der Kuchen ist, der alte Kuchen, ist der Mineralölmarkt. Mhm. Den organisieren wir jetzt neu. Und der wird überführt in einen Stromladeinfrastrukturmarkt. Mhm. Und da hat man natürlich mit mächtigen Interessen zu tun. Mhm. Und deswegen macht es Sinn, dass die Bundesregierung dort auch eine eigene Meinung sich bildet, mit Unterstützung der Leitstelle. So. Und beim Thema öffentliche Ladeinfrastruktur haben wir natürlich erkannt, dass der Markt Infrastruktur so aufbaut, dass er natürlich erstmal dahin geht, wo es sich rechnet. Das ist auch eine vollkommen nachvollziehbare Logik. Das heißt, ich gehe dahin, wo besonders viel Nachfrage ist, viel Verkehr und, und. Aber so funktioniert ja eine Infrastruktur und Verkehrssystem nicht. Also wir brauchen ja ein Gesamtangebot und wir brauchen eben auch eine Flächendeckung und wir müssen ein engmaschiges Netz organisieren. Und das war so das, was wir als erstes mit angepackt haben. Wir haben die Förderprogramme, die wir am Anfang haben, dann schnell ergänzt um eine Ausschreibung, die da heißt Deutschlandnetz. Und dieses Deutschlandnetz füllt gezielt die Lücken, die wir haben, gerade im ländlichen Raum oder auch an Standorten, wo wir dann zu wenig Ladeinfrastruktur haben und werden jetzt damit erreichen, dass wir ein ja wirklich sehr tragfähiges Gesamtsystem bekommen, wo man einfach, ja, wenn man durch Deutschland fährt, nicht mehr lange suchen muss, bis man zum nächsten Standort kommt. Mhm. Das würde ich sagen, ist schon unser Verdienst. Und dann haben wir eine Fähigkeit, die gibt es, glaube ich, auch selten innerhalb der Bundesregierung, dass wir selber planen können. Also wir berechnen auf Basis der Mobilitätsdaten in Deutschland oder beim LKW sind es die Mautdaten, wo eigentlich Ladeinfrastruktur hin muss. Konkreten Output hat man an der Stelle bei den Autobahnen. Also wir berechnen für alle Standorte in Autobahnen, wie viele Ladepunkte müssen denn dahin. Das ist etwas, das passiert bei uns im Haus. Und wir übertragen das aber auch, und das Tool, das wir da haben, das Standort-Tool, das bieten wir auch den Kommunen und den Ländern an. Das heißt also, wir können auch andere quasi befähigen, ne, selber in so eine Planung reinzugehen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wir nicht nur planen, sondern auch die Daten dann wiederum erfassen, mit den digitalen Daten arbeiten. Das ist eine Fähigkeit, die findet man vielleicht nicht überall innerhalb des Bundes. Und dann ist es natürlich so, dass wir, wie Konrad jetzt schon gesagt hat, natürlich noch das Thema lösen müssen, wie kriegen wir öffentliche Ladeinfrastruktur in die Quartiere? Weil das ist, glaube ich, der große Knackpunkt, den wir noch nicht gelöst haben. Da geht es zum einen, welche Art von Technik braucht man, wie kriegt man sie in der Menge dorthin, wie man sie braucht und dann vor allem auch mit welchem Preisregime. Mhm. Und da sollte man vielleicht gleich noch mal ein bisschen näher reingehen, weil das ist natürlich für mich schon das Interessante. Das andere verstehe ich. Ich meine, ich fahre ja selber damit rum mit dem E-Auto und ich fahre viele lange Strecken. Und ich denke, vor 5 Jahren war es halt so, dass es deswegen funktioniert halt hat für mich, weil Tesla es halt gemacht hat. Die haben das einfach selber gemacht. Und wenn ich das richtig sehe, ist dann der Zusammenschluss, ist Ionity ein Zusammenschluss von anderen Autoherstellern, glaube ich. Also die haben dann nachgezogen. Jetzt ist es im Grunde so, so viele Autos, wie wir jetzt haben, funktioniert es ganz gut. Ich habe jetzt immer noch nie an einem Lader gewartet, ehrlich gesagt, höchstens mal ganz kurz. Also das funktioniert eigentlich ganz gut. Also das ist wahrscheinlich nicht so das Thema. Jetzt die Leute,
Wenn jetzt die Autos da sind, es kommen ja auch aus China jetzt kleinere Autos, die sich für den Pendelverkehr eignen. Die müssen ja auch gar nicht so oft und so lange laden. Die brauchen auch keine so großen Batterien. Und vielleicht werden sie jetzt auch allmählich so günstig, dass jetzt eben viele auf die Idee kommen, sich so ein Ding zu kaufen. Und jetzt sehe ich aber, es gibt hier schon keine Parkplätze. Ich brauche aber nicht nur Parkplätze, sondern ich brauche ja eigentlich Parkplätze mit einem Ladeanschluss. Also wo ist da das große Konzept oder wo ist da der, für mich jetzt und die Podcast-Hörerinnen, überraschende Ansatz, wie das jetzt funktionieren kann? Also ich will mal kurz einsteigen. Johannes Pasch hat es angesprochen, wir haben dieses Standort-Tool. Und mit diesem Standort-Tool ist es im Grunde genommen möglich, übrigens, jeder kann mal unter standorttool.de gucken, kann mal seine Heimatstadt eingeben und kann mal gucken, wie die Bedarfe wir dort berechnet haben, ladeinfrastrukturseitig so in Quadranten, die wir da definiert haben. Ich glaube 400 mal 400 Meter. Für die Kommunen haben wir jetzt nochmal einen Sonderzugang gemacht, die das quasi straßenseitig, sage ich mal, fast sich anschauen können. Mhm. So. Das wird übrigens hier, wir sitzen hier gerade in der schönen Stadtverwaltung Konstanz, das wird hier quasi auch genutzt. Und das hat mich auch sehr gefreut, dass es hier genutzt wird, weil das wurde uns vorab hier auch gezeigt, ja, auf Grundlage von euren Planungen geben wir jetzt hier in den Quartieren eine Nachverdichtung von Ladeinfrastrukturen. Mhm. Und bauen hier zum Beispiel unter anderem, mal beispielhaft, positives Beispiel, wohin mit den Autos, wohin mit den Ladepunkten, bauen ein Parkhaus, was im ersten Schritt 10% aller Parkplätze elektrisch sind und mit Leerrohrverkabelung 50% hat. Was ich sehr schnell skalieren kann, auch über eine günstige Konstellation, so Schienensystem oben drin, was wir in vielen Städten sehen. Mhm. So, aber jetzt kommen wir zu der großen Challenge. Wir können das aus Berlin heraus berechnen und können den Kommunen sagen, pass auf, da und dort ist Quartiersbedarf, auch nur aus einer Mischung, wie hier in Konstanz sehr stark durch Pendelverkehre geprägt, gerade durch die Nähe zur Schweiz. In anderen Regionen haben wir auch saisonale Verkehre, wo das ein Thema ist. Das heißt, wir können das alles aus Berlin, rechnen wir das als Leitstelle aus, stellen das auch den Kommunen zur Verfügung. Aber jetzt kommen wir auf die zwei Punkte, die wir reinkommen. Erstens muss es die Kommune vor Ort auch wollen und angehen. Mhm. Und mittlerweile haben wir Entwicklungen leider in Kommunen und Landkreisen, wo wir bisher eine passive Haltung hatten, wo teilweise es politisch sogar verhindert werden soll, okay, Ladeinfrastruktur aufzubauen. Mhm. Welche Gründe könnte es dafür geben? Stichwort politische. Wir haben auch Kommunalwahlen und es sind dort politische Kräfte aktiv, die sich offen gegen batterieelektrische Mobilität halt eben aussprechen. Mhm. Und das wird uns dort von der dortigen Arbeitsebene, die da auch dann da gebremst wird, wird uns das auch berichtet, insbesondere in meinem Team. Ich bin ja Bund-Länder-Kommunen-Koordinierung. Okay. Das zweite Thema ist natürlich die Frage des Invests, weil natürlich die Frage ist, wann deckt sich halt eben ein bestimmter Punkt Ladeinfrastruktur? Ja. Viele Städte gehen da den klassischen Weg, dass sie sagen, ihre Stadtwerke sollen das halt eben machen, bauen damit halt eben auch nochmal ein längeres Minus auf, ein weiteres Minusgeschäft. Mhm. Neben den Bäderbetrieben, neben den ÖPNV, was sie schon machen, müssen sie das auch noch machen. Deswegen mögen sie es viele eigentlich gar nicht so gern. Mhm. Und das Dritte ist, was wir halt eben auch noch sehen, wir haben kein einheitliches Vorgehen in den Städten, wenn sie es öffentlich angehen. Und das ärgert ganz, ganz viele Marktakteure, die übrigens auch was aufbauen wollen, wie dieses Thema Flächenvergabe stattfindet. Mhm. Also wir haben verschiedenste Ausschreibungsmodelle. Mhm. So, und dieses Thema Ausschreibungsmodelle wollen wir jetzt auch mit einem Produkt letztlich rauskommen, wo wir den Kommunen sagen, pass auf, wir geben euch Muster, nach dem und dem Prinzip könnt ihr die Standorte, die wir euch mitgeben, könnt ihr ausschreiben. Mhm. So, und damit wollen wir eigentlich so als Leitstelle der Kommune so Hilfe zur Selbsthilfe halt im Grunde genommen geben, dass da im Grunde genommen was vorankommt. Mhm. Und jetzt kommt wieder das große Aber, die Kommune vor Ort muss es natürlich wollen. Mhm. Und wir haben in Deutschland das Subsidiaritätsprinzip. Mhm. Wir können uns im Grunde genommen da in Berlin auf den Kopf stellen, wenn die Kommune vor Ort das halt eben nicht will, dann kommen wir da halt eben nicht voran. Welche Anreize könnte denn die Kommune bekommen, damit sie will? Weil zunächst mal kostet es für die einfach Geld, oder? Ja, es ist tatsächlich so, dass Stand heute ist es noch getrieben von, sagen wir, Personen, die das Thema interessiert, die da auch schon frühzeitig erkennen, dass das auch die langfristige Perspektive ist. Weil für uns ist ja vollkommen klar, ne, die Zukunft ist batterieelektrisch. Also wir werden jetzt nicht in 15 Jahren den Massenmarkt mit E-Fuels bedienen oder Wasserstoff, sonst was, sondern batterieelektrische Variante ist die, die jetzt auch aus den Werkshallen heraus purzelt und ja, die gekauft werden kann. Die Klarheit haben aber nicht alle. So. Mhm. Und die Kommunen werden aber schon noch unter Druck geraten, weil wenn es nur diese Fahrzeuge sind, die eigentlich emissionsfrei fahren können, dann wollen die Leute die aber auch laden.
Also auf gut Deutsch, es wird ein Standortfaktor für jede Kommune, ob sie das Thema bedienen kann oder nicht. Und es wird früher oder später der Bürger und die Bürgerin sein, die beim Oberbürgermeister anklopfen und sagen, Leute, wo ist mein Ladepunkt? Ne? Warum kann ich nicht laden? Warum habt ihr das verpennt? Und das ist etwas, das wollen wir im Prinzip so gut es geht vermeiden und frühzeitig darauf hinweisen, dass es eben schon eine große Aufgabe ist. Aber man muss auch sagen, die Kommunen haben natürlich gerade eine krasse Stressphase. Also sie sollen das Thema Wärmeplanung hinbekommen, sollen überall neue Stromnetze hingelegt werden und. Und jetzt sind sie ja nach, sag ich mal, 20, 30 Jahren Schrumpfkur nicht gesegnet mit Personal. Ja. Und das ist natürlich eine Herausforderung. Da kommen wir mit unserem Thema an, von dem auch keiner genau weiß, so, ja, wie viel Verkehr wollen wir eigentlich noch haben? Ne? Wo ist denn zukünftig überhaupt noch ein Stellplatz? Das heißt also, für uns ist ja entscheidend, dass auch erstmal das Thema Verkehrswende zu Ende diskutiert ist, damit man weiß, wie soll der Verkehr der Zukunft aussehen. Und dann muss der Rest, der dann auch fährt, elektrifiziert werden. Und dafür braucht es Infrastruktur. Ja. Und deswegen sind wir mit unserem Thema auch immer so ein bisschen schwer gelitten, sage ich mal, weil wir nerven damit. Ne? Aber es braucht Ladeinfrastruktur in den Städten. Und das ist, was unser Ansatz als Leitstelle ist, dass wir sagen, ja, wir verstehen, da sitzt eine Fachkraft, die nebenher meinetwegen auch die, noch die Schwimmbäder plant und vielleicht Radwege und. Die hat eigentlich nicht viel Zeit für das Thema Ladeinfrastruktur. Und die müssen wir ausstatten mit Instrumenten, wie zum Beispiel im Standort-Tool, dass sie relativ schnell erkennt, okay, ich habe hier eine leistungsstarke Bedarfsplanung, die mir zeigt, wo muss ich hin? Und dann auch schnell mit weiteren Instrumenten in die Umsetzung gehen kann, um da ganz viel Zeit zu sparen und von den, sag ich mal, Erfahrungen der anderen zu profitieren. Es wäre natürlich jetzt viel leichter, wenn man damit Geld verdienen könnte mit Ladeinfrastruktur. Das ist ja ein bisschen, glaube ich, ein Problem. Ich habe vorhin, einer von Ihnen hat es gesagt, dass da manchmal der Strom doppelt so teuer ist. Da dachte ich auch erst, ja, das ist ja unfassbar. Auf der anderen Seite, ehrlich gesagt, wenn mein Internet doppelt so teuer ist, zahle ich auch mehr. Weil da, also dann habe ich ja eine schnellere Stromleitung. Und genauso ist es ja irgendwie, aber das leuchtet den wenigsten ein, dass man halt, wenn man nicht 40 Minuten, sondern nur 15 Minuten steht, dass man dann dafür auch Geld bezahlt. Und ich glaube, da dieses Bewusstsein ist noch nicht da. Ja, ich meinte was anderes. Ja? Ich meinte, wir stehen beide an der Schnellladestation. Ja. Sie mit Ihrem Tesla, ich mit meinem VW. Mhm. Und ach so, für den einen kostet es. So, der eine zahlt 40 Cent für die Kilowattstunde, okay, und der andere 80. So. Oder 79. Ne? Je nach Tarif. Genau. Und je nach quasi Anbieter. Und das hängt ja immer davon an, wie der Anbieter dort angebunden ist, was er für Konditionen hat und. Ja. Und das ist, meine ich, mit, das sehen die Leute im Markt, das eben nicht wie es heute an der Tankstelle. Das ist ja das, da kommen die Leute her im Massenmarkt. Ja, ja, klar. Ich fahre zu einer Tankstelle und egal, ob ich groß, klein, dick, dünn, reich, arm bin, ja, wir kriegen alle erstmal den gleichen Preis. Ja. Außer so ein paar, die vielleicht mit der Tankkarte ein paar Cent rausschwitzen können. Aber nie hätte ich den Fall, da sagst du, die einen zahlen 1,70 und die anderen 3,40. Und wenn ich nicht an der Autobahn tanken will, so, dann fahre ich halt raus und habe dann 10 Cent weniger gezahlt. Also das kann ich beeinflussen, aber es steht vorne, genau, dran, was es kostet. Genau, aber dass ich am Standort selber, dass ich dann, okay, quasi komplett unterschiedliche Preise haben kann, ist, glaube ich, aus unserer Sicht nicht förderlich für die Akzeptanz. Okay, das ist gut, dass wir das noch erklärt haben. Aber der andere Punkt, der ja auch wichtig ist, ist, wie können Kommunen oder auch private Anbieter denn mit einer Ladestation Geld verdienen oder wenigstens auf ihre Kosten kommen? Das ist ja gar nicht so einfach. Auch gerade, wenn ich mir überlege, es wird irgendwo ein Haus gebaut und dann sind da Tiefgaragenplätze mit Ladeinfrastruktur. Das ist ja dann eher so ein Hygienefaktor, dass da dann auch Ladestellen sind und nicht, dass man dann sagt, ah ja, dafür zahle ich jetzt im Monat noch 30 Euro oder irgendwas. Ja. Also erstmal muss man sagen dazu, batterieelektrische Mobilität ist Antriebswende, der mit einhergeht eine CO2-Dekarbonisierung. So, und das kostet Lade natürlich auch erstmal was. Kann man natürlich auch sich überlegen, wer hier letztlich die Kosten halt eben tragen soll, muss. Und wir müssen da natürlich auch sehr genau schauen, was halt eben für eine Art von Technik da halt eben auch verbaut wird. Wenn ich jetzt einen Neubau habe und ich baue da eine Leerrohrverkabelung rein, AC-Ladeinfrastrukturseitig, und ich habe noch, ich sag mal, leider auch schon so viele andere Vorschriften, wie er neu gebaut wird, dann glaube ich, ist das bei den Kosten, fällt das nicht mehr so stark mit ins Gewicht. Aber man muss schon an der Stelle irgendwie auch sagen, ja, der Spaß wird im ersten Mal natürlich auch mal was kosten. Aber, man muss das große Aber sehen darüber. Wir hatten selbst hier gestern nochmal mit dem lokalen CPO eine Rücksprache. Und ich habe das auch viel mit anderen CPOs. Und die sagen bereits, so eine AC-Ladebox, wenn ich dort 30 bis 50 Kilowattstunden pro Tag letztlich durchhaue, dann gibt das schon ein kleines Plus für mich ab, weil die Investition einfach nicht groß ist. So. Und das muss man, glaube ich, mal sehen. Das heißt, ich kann schon mit intelligenten Standorten, die ich vielleicht auch nachverdichte und die gut angefahren werden, kann ich damit ja heute auch schon Geld verdienen.
ich würde gerade insbesondere relativ kurzfristig sagen, im AC-Bereich. Mhm. Im HPC-Bereich an guten Standorten mit Sicherheit auch. Mhm. Gleichwohl da natürlich eine sehr große Investition ist, bis sich das amortisiert. Mhm. Aber es steht und fällt natürlich, das ist natürlich wie ähnlich, wenn ich eine Erdbeerbox aufstelle und frische Erdbeeren verkaufe, lege ich die an eine vierspurige Straße, wo mehr Traffic vorbeikommt, verkaufe ich vielleicht mehr Erdbeeren, als wenn ich an einem Feldweg stehe, wo vielleicht einmal am Tag ein Fahrradfahrer vorbeikommt. Und dafür haben wir ja genau diese Modelle, wo wir den Kommunen ja im Grunde genommen zeigen wollen, Leute, da rechnen wir mit einer hohen Nachfrage, baut dort auf und geht dort rein. Und das nehmen halt eben manche Regionen an. Und übrigens nehmen auf Grundlage dieser Modelle das übrigens auch Private an. Gehen dann Deals mit Schnellrestaurants rein, mit Baumärkten etc. so weiter und so fort. Das muss man ja auch mal fair enough sagen. Wir haben ja auch eine sehr, sehr gute Entwicklung im privaten Bereich. Und ich glaube, die größten Teil hier der Zuhörer, die werden da relativ häufig auch laden, weil das natürlich auch Orte sind, die sie auch mit einer gewissen Aufenthaltsqualität verbinden können und nicht in Nirvana stehen. Okay. Also ich verstehe, dass dieses Standort-Tool aus verschiedenen Gründen eine ganz wichtige Sache eigentlich ist und die auch hilft, dann Orte zu finden, an denen es sich eben auch lohnen kann, Ladeinfrastruktur zu investieren. Genau, weil da halt eben auch verkehrliche Voraussetzungen sind. Also dieser Traffic mal mit dem Erdbeerkörbchen zu vergleichen, der macht dann natürlich Sinn und der wird natürlich auch aufgebaut. Und wir sehen heute insbesondere schon bei diesem Thema HPC-Laden, dieses Beispiel, was Sie angesprochen haben, Langstreckefahrten laden, da werden heute schon die besten Standorte gesichert, auch wohlweislich, dass vielleicht erst die Welle 2030 kommt. Und da ist ein richtig großer Wettbewerb da. Okay. Aber wo wir es halt eben nicht sehen, und das sehen wir auch an dem, was zugebaut wird, ist halt dieses innerstädtische Laden, sage ich mal. Ja. Weil, oder Quartiersladen, das muss ja nicht immer städtisch sein. Viele Städte haben ja auch bestimmte Randquartiere, wo Ladeinfrastruktur hin muss. Und da sehe ich tatsächlich, oder ich würde auch sagen, wir beide sehen da tatsächlich auch den Painpoint aktuell. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Wir haben im Bereich des Schnellladens die Hauptaktivitäten im Markt. Das heißt, also da sind die höchsten Margen, da gehen die Akteure hin. Was wir leider nicht erlebt haben bislang, ist, dass man auch AC-Laden größer denkt. Also dass nicht nur eine Ladesäule irgendwo an die Ecke stellt, das ist natürlich der Aufwand gigantisch. Dann kommt der Bagger und dann kommt der Elektriker und alles für zwei Ladepunkte. Wenn ich das größer denken würde, ich hätte meinetwegen 10 Ladepunkte, dann komme ich natürlich auch wieder kostenseitig irgendwie runter und dann rechnet es sich früher. Und das ist unsere Hoffnung, dass man da auch nochmal größer denkt. Spannende Frage ist natürlich, und da kommt noch eine gewisse Unsicherheit mit rein, braucht man für diese Quartiersversorgung eigentlich überhaupt das langsame Laden oder reicht das schnelle Laden ausschließlich? Ne? So rum? Ich habe es auch schon umgekehrt gehört. Nee, ja. Und die Frage ist eine Mischung aus beiden. Und das muss auch vor Ort immer wieder anders diskutiert und zusammengesetzt werden. Also es gibt, glaube ich, nicht die eine Blaupause, wie man es machen muss. Hängt davon ab, wie eine Kommune quasi von den Räumlichkeiten her gestrickt ist. Entscheidend ist nur, dass die Bedarfe, die es gibt, also dass dieser Bedarf, dass mein Auto voll wird, das muss bedient werden. Ob das dann über normal oder schnell, in welchem Mischungsverhältnis, ist vollkommen egal. Es muss einfach am Ende aber voll sein. Und da muss man schon sich in der Verantwortung sehen, auch vor Ort als Kommune, dass das ermöglicht wird. Also muss Flächen bereitstellen, muss auch diese Prozesse mit anschieben, weil von alleine wird das nicht passieren in den Quartieren. Wie stelle ich mir das denn vor, wenn es mal gelungen ist? Jetzt, ich wohne Gott sei Dank nicht in der Stadt und ich habe meine eigene Einfahrt, aber wenn ich jetzt hier wo wohne, in einem Mehrfamilienhaus, dann habe ich entweder eine Tiefgarage, super, lässt sich ja machen, oder ich habe einen Parkplatz davor, auch super. Wenn ich in der Straße wohne, dann suche ich jetzt einen Parkplatz. Also das ist ja schon eh mein Generv. Wer hier in Konstanz wohnt, parkt oft dann relativ weit draußen irgendwo, vielleicht wo es nichts kostet oder es gibt Anwohnerparkplätze, so. Aber so an diesen Straßen. Wenn ich jetzt noch die zusätzliche Problematik habe, ich muss nicht nur einen Parkplatz finden überhaupt, das ist ja heute das Problem schon, sondern ich muss auch noch einen finden, wo ich jetzt laden kann. Der muss auch nicht schnell sein, weil ich will ja über Nacht mein Auto da stehen lassen und es soll am Morgen wieder voll sein. Gibt es da so eine Idee, wie das aussieht? Sind dann irgendwann mal alle in einer Straße mit einem Zapfhahn sozusagen? Vielleicht würde ich da mal zwei positive Beispiele reinbringen. Man kann das mal in der Suchmaschine der Wahl mal schauen. Ein Startup aus Bremen, das hatten wir auch ein bisschen mit gefördert, hat im Grunde genommen mit einer Ladecontroller-Technik, die auch relativ simpel ist, aus Berlin, eine sehr skalierbare AC-Ladetechnik aufgebaut, wo sie gesagt haben, wir elektrifizieren mindestens 8 Stellplätze. Im Hintergrund kleines Trafohäuschen und dann so 8 Satelliten aufgebaut. Auch sehr, sehr wirtschaftlich, sehr, sehr günstig dadurch. Und das haben sie im Grunde genommen auch auf Grundlage unserer Modelle und auch auf Grundlage von einer Anwohnerinnenbefragung halt eben gefunden. So, und sie sind den Weg gegangen, dass wir gesagt haben, nein, wir stellen da nicht 2 oder 4 Ladepunkte bereit, sondern 8. Weil
Ich habe eine höhere Verlässlichkeit, wenn der Anwohnende dort halt eben laden will. Und zweitens auch eine höhere Verlässlichkeit, wenn technisch was defekt ist. Oder wenn irgendwelche Baumaßnahmen sind, was ja auch manchmal stattfindet, dass irgendwie ein Teil gesperrt werden muss. So. Und das hat eine so hohe Nutzerzufriedenheit, muss man sagen, was dann noch kombiniert ist, dass man für Anwohnende in diesen Quartieren den AC-Ladetarif für 39 Cent anbietet. Mhm. Und das ist ein Modell für mich, wo ich sage, ja, da habe ich AC-Ladeinfrastruktur, die ist verlässlich, zu einem gewissen Anteil da, so wie ich in Ihrem geschilderten Beispiel halt eben wohne. Und das sind schon sinnvolle Ansätze. Kurz noch zwei weitere Beispiele. Selbst eine kleine Stadt wie Wasserburg am Inn, vielleicht bekannt, weil dort eine große Molkerei ist, die hat auch für ihre Anwohnende, auch sehr enge historische Altstadt in der Innenstadt, hat ein Parkhaus und hat dort für Anwohnende auch eine sehr hohe Anzahl an Ladepunkten aufgebaut und hat einen Anwohnertarif für 35 Cent, die AC. Okay. Und das sind Angebote, wo ich sage, ja, da hat man sich vor Ort Gedanken gemacht in den beiden Städten und hat gesagt, da schaffe ich was für Anwohner, die ich laden kann. Mhm. Um nochmal ganz kurz das Thema auch HPC anzubringen. Dresden, zugegebenermaßen viel Platz teilweise auf den Straßen, hat dasselbe gemacht, auch mit HPC-Ladeinfrastruktur. Mhm. Stellt HPC-Spots hin an Mobilitätsscheiben, wo halt eben Anwohnende eine halbe Stunde laden können, auch zu vergünstigten Preisen, und da wieder die Fahrzeuge wegfahren. Deswegen muss man sagen, jede Kommune muss sich allerdings dieses Thema annehmen und muss für sich halt eben Lösungen finden. Was wir nur immer wieder empfehlen würden, wäre nicht ein oder zwei so Kästen hinzustellen, sondern am Anfang auch immer wirklich größer zu denken und auch, dass man halt eben sowas skalieren kann, ja, weil wenn die Punkte einmal eingelaufen sind, das ist natürlich sehr, sehr sinnvoll und nicht nur immer ein so ein Kasten, der halt eben total störanfällig ist dann, ja. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung, weil ich meine, das Problem, das Sie beschrieben haben, also ich habe ja gar nicht die Verlässlichkeit, ob ich da dran komme. Ich habe eh schon eine geringe Verfügbarkeit von Parkplätzen. Jetzt wird es nochmal schwerer, weil ich muss ja diesen einen Ladeplatz finden. Wir haben gerade eine Entwicklung bei den LKWs, auf die ich sehr gespannt bin. Die heißt Reservierbarkeit von Ladeplätzen. Okay. Wenn das dort umgesetzt und geklärt ist, wie man das eigentlich macht, hat man eigentlich die Blaupause auch dafür, wie man das an anderer Stelle machen kann. Mhm. Und ich könnte mir einfach mal gut vorstellen, dass das in ein, zwei Jahren auch bei den Quartieren einfach mal, also dass es ein Thema wird, das man technisch schon adaptieren kann. Und man dann eben über eine Reservierung auch einfach sicherstellt, dass mich das nicht stresst. Also natürlich wird mich das stressen, wenn ich Karre leer und ich muss am nächsten Tag aber wieder voll los und ich krieg sie nicht hin. So, und das müssen wir lösen. Ne? Und ich glaube, da hilft Reservierbarkeit. Das stresst mich heute am meisten, die Blockiergebühr. Genau. Das ist halt eben auch nichts Schönes, muss man sagen. Genau. Wenn man irgendwie in gewissen Tarifen oder auch in gewissen Gegenden, wo die Blockiergebühr ja auch von den CPOs dann über die MSPs weiterempfohlen wird, wo man dann einfach mal nachts um eins aufstehen soll, um das Fahrzeug wegzufahren, oder halt dann die Blockiergebühr mitnimmt, was nochmal 12 Euro on top sind. Also diese Fehlbelegungsgebühren haben natürlich da ihre Berechtigung, wo die Fahrzeuge auch schnell wieder weg sein sollen. Mhm. Das hat aber Auswüchse angenommen, dass quasi die Fahrstromanbieter das nutzen, um dann auch eben nach 4 Stunden Strafgebühren zu erheben. Das ist 100% Marge. Mhm. Das ist einfach Cash, das ist richtig viel Geld, das ich da machen kann. Davon sieht der Betreiber aber nichts. Und es sorgt aber dafür, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt Berlin abends parke, nicht über Nacht laden kann. Warum? Mhm. Weil das, was Konrad geschildert hat, nach 4 Stunden müsste ich dann um 1 Uhr aufstehen, die Karre wegfahren. Tatsächlich, das heißt also, ist mir auch mal passiert. Ja. Ja. In einem Hotel, dann habe ich mich gewundert, dass es so teuer war. Ja. So. Und die erste Sauerei ist, dass man es als Kunde gar nicht so richtig mitbekommt. Mhm. Ne? Das zweite ist, dass eigentlich der interessanteste Anwendungsfall, einmal über Nacht lange stehen und die Karre voll machen. Und wir müssen uns ja mal angucken, es sind ja nicht nur die kleinen Batterien. Wenn da große Fahrzeuge stehen, die 8 Stunden laden, ja, dann ist das richtig viel Geld. Ja. Und das wird durch diese Fehlbelegungspraktik, die wir heute haben, quasi momentan verhindert. Mhm. Deswegen muss das weg. Okay. Und das wird auch passieren. Okay. Jetzt haben wir, das ist mal eine klare Aussage, dass das weg muss. Bin ich gespannt. Wenn das jetzt hier bei dieser Dad so gesagt ist, dann wird es so sein. Ich sage grundsätzlich, also über Nacht. Ich glaube, davon sind alle von überzeugt, dass das über Nacht keinen Sinn macht. Wenn ich tagsüber, ne? Wir kennen Städte wie Stuttgart, da hat man eben gesagt, so, da muss jetzt keiner den ganzen Tag parken. Also, können 2 Stunden danach, ne, so. Aber über Nacht macht das einfach überhaupt gar keinen Sinn. So wie es auch Kurzparkzonen ja durchaus ihren Sinn haben. Ne? Jetzt gab es ja hier ein Treffen von schweizerischen, österreichischen und deutschen Experten für dieses Thema. Deswegen bringt mich das eigentlich zu einem ganz guten Thema. Sie schauen ja bestimmt auch, was sonst so auf der Welt los ist. Und wo läuft es denn besonders gut und was kann man von denen mitnehmen? Ja, also wir haben viel von den Holländern gelernt. Mhm. Zum Beispiel auch, dass wir so eine Bedarfsplanung machen. Das haben wir uns damals in Amsterdam angeguckt und haben gesagt, so, wow, das ist echt cool und macht auch Sinn.
Wir haben jetzt ein Modell beim LKW etabliert, das haben wir aus Utrecht kopiert, sagen wir, dass wir sagen, okay, so ein System muss ja mitwachsen. Also dass wir sagen, okay, also wir messen, wie die Belegung ist und ab 60% Auslastung wissen wir, okay, jetzt haben wir nicht mehr viel Zeit, jetzt müssen wir nachverdichten. Ne? Und so ähnlich, wenn wir es beim LKW machen, dass wir frühzeitig erkennen, wann müssen wir weitere Ladepunkte dazu bauen, damit es nicht zu Engpässen kommt. Und so gucken wir nicht nur Richtung Westen, Richtung Niederlande, sondern wir tauschen mit den Österreichern aus, mit den Schweizern, mit allen möglichen, um auch zu gucken, okay, was haben die aus ihren Problemen gemacht? Wie lösen die das? Ne? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir solche Treffen hier machen. Und dann nochmal ein Beispiel dazu zu bringen. Auch das kleine Luxemburg war hier heute mit dabei. Und da haben wir festgestellt, dass sie halt eben sehr stark Personal in die Kommunen entsenden, um da mit diesem Thema irgendwie auf den Tisch zu kommen. Ja? Weil letztlich müssen es ja Menschen bearbeiten. Und das ist schon so ein Ansatz, der in Luxemburg da gegangen wird. Zugegebenermaßen ein sehr kleines Land, aber trotzdem, den ich auch schon, ja, zumindest als diskussionswürdig halt eben mitnehme. Mhm. Und nochmal ein Beispiel aus der Schweiz. Ich glaube, die Schweiz ist in vielerlei Hinsicht uns voraus, dass man da nicht so viel gegeneinander bei dem Thema arbeitet, sondern diesen integrierteren Ansatz durchaus auch von Nationalregierung mit den Kantonen angeht, aber auch gemeinsam mit vielen wirtschaftlichen Playern angeht, die sich dort auch nochmal deutlich stärker committen als bei uns, mit klaren Zielen, die sie dort in eine sogenannte Roadmap überführen. Und das sind schon alles Ansätze, die durchaus auch meiner Meinung nach diskussionswürdig sind und uns ja eben auch, ich sag mal, kreativ werden lassen. Andererseits wiederum, was die Produktive betrifft, insbesondere Standort-Tool, was wir jetzt hier so viel heute genannt haben, das sind Dinge, wo wir natürlich auch viele Schulterklopfer bekommen haben. Was auch wichtig ist, ich sag mal, selber als Nutzer im Ausland unterwegs zu sein, um zu sehen, okay, wie funktionieren da Systeme. Ich finde, am Augen öffnet es weiter, zum Beispiel in England unterwegs zu sein, wo man ja nur ad hoc lädt. Also er ist mit EMP-Verträgen, also mit Fahrstromverträgen, das ist da gar keine gängige Praxis. Uns erzählt man hier in Deutschland mit Ad-Hoc-Laden, das funktioniert alles nicht, das will keiner. England ist genau andersrum, wo ich sage so, ne, und dann merkt man eben so, das hilft schon auch mal anderswo unterwegs zu sein. Oder ich war jetzt in Dänemark, gigantische Preise, die ich da vorgefunden habe, so für 29 Cent Schnellladen. Wo man denkt so, interessant, ne? Ich meine, die haben andere Bedingungen und. Ne? Aber das ist auch etwas, was wir neben dem fachlichen Austausch beruflich, privat machen, dass wir sagen, wir versuchen auch viel elektrisch so jenseits der Grenzen unterwegs zu sein, um auch selber dazu zu lernen. Ne? Bis jetzt habe ich so ein bisschen mitgenommen, dass so wirklich dieses Thema der Laternenparker ein sehr wichtiges und fast vielleicht auch das dringendste im Moment ist, um richtig die E-Mobilität auf weiter Linie voranzubringen. Und dass dabei die Initiative der Kommunen eine große Rolle spielt. Sind denn technische Gründe wie Netzausbau, gibt es denn überhaupt genug Strom für all diese E-Autos und diese ganzen Sachen, die genannt werden, ist das peripher oder ist das eigentlich auch noch genauso ein dickes Brett, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben? Das ist tatsächlich auch noch eine unserer, sagen wir mal, nicht so bekannten Aufgaben. Die Stromnetze müssen ja vom Ende her denken. Also die müssen ja wissen, okay, wenn ich die ganze Wärmeplanung umgestellt habe, was brauche ich dann an Leistung, was brauche ich an Energie? Das gleiche auch beim Thema Elektromobilität. So, aber wer sagt den Leuten, die Stromnetze planen, was eigentlich beim Thema Elektromobilität passiert? Das sind wir als Leitstelle. Das heißt, unsere Bedarfsplanung für den weiteren Ausbau und für die Bedarfe, die werden digital übermittelt an die sogenannten Planungsebenen, die es da gibt. Da gibt es so Regionalszenarien, da gibt es darunter noch Planungsebenen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dann klar einen Blick drauf haben, was kommt in die nächsten 10, 20 Jahre auf uns zu. Ja. Diese Informationen geben wir an die Stromnetzbetreiber, damit die vom Ende her denken können und entsprechend stark ausbauen können. Mhm. Und denken Sie da, so wie viele das tun, wir haben ja so und so viele Verbrennerautos, wenn wir die jetzt alle ersetzen durch E-Autos, dann haben wir so und so viel Strombedarf? Oder eher von der Fraktion, naja, wir werden auch durchs autonome Fahren weniger Autos brauchen, sie werden geteilt werden, wir werden gar nicht so viele Autos brauchen. Was ist da der Ansatz? Also wir können beides bedienen, ne? Das ist der Punkt. Also das sind ja politische Entscheidungen zum Thema, wie will man Verkehr organisieren, die sind nicht vorhersehbar, je nachdem, welche Regierung da jetzt auf uns zukommt. Aber wir können für beide oder für verschiedene Szenarien diese Bedarfe berechnen. In einem Hochlauf, ne? Wenn man dann merkt, so, wir brauchen eigentlich weniger, ja, dann flacht die Kurve eben schneller ab. Aber für die nächsten 10 Jahre, ne, ist, glaube ich, der Zubau gesetzt. Okay. Genauso haben wir auch verschiedenste Szenarien entlang der Verkehrsachsen, sowohl für den Pkw und Lkw. Da wissen wir sehr genau, was da an HPC-Ladeinfrastruktur, also High-Power-Charging, benötigt wird. In den Quartieren
sind es halt eben verschiedenste Szenarien, die wir halt eben einspielen können, dass wir sagen, von HPC bis AC. Mhm. Weil natürlich auch HPC-Laden eine ganz andere Netzbelastung hat als halt eben AC-Laden, wo ich halt eben langsam und gegebenenfalls schonend auch über Nacht lade. Welche Ziele oder welche Milestones sind bei Ihnen sozusagen im Kopf? Bis wann sind wir wie weit? Bis wann kann ich da, wenn ich will, mit meinem kleinen E-Auto laden? Gibt es da eine klare Roadmap, die das sozusagen festlegt? Ja, ich glaube, die größte Herausforderung haben wir gerade tatsächlich dann nochmal auf der LKW-Seite, weil ja da relativ schnell ein Angebot auf den Autobahnen stehen soll. Mhm. Wir aber schon Bauchschmerzen haben, dass wir zwar mit der Ausschreibung, die wir da angeschoben haben, nach Zeitplan durchkommen und Ende des Jahres dann wissen, wer dort aufbauen wird, aber dass dann noch nicht die Netzanschlüsse dort liegen, die wir brauchen. Also das ist so die große Herausforderung an der Stelle. LKW ist deswegen so interessant, weil man dadurch relativ schnell CO2-Einsparungen erzielen kann, weil die Flottenumwälzung viel schneller vonstatten geht als beim PKW. Nichtsdestotrotz ist natürlich der PKW nach wie vor etwas, wir hoffen ja 2025, dass die Fahrzeugzahlen nochmal stark nach oben gehen, wo wir dann auch relativ schnell wieder Lösungen präsentieren müssen, wie gesagt, für die Anwendungen in den Quartieren. Aber wir werden auch sehen, dass es an manchen Standorten dann auch irgendwann eng wird. Ne? Und da müssen wir gucken, wie wir damit umgehen. Aber ich sag mal, was mich beruhigt an der Stelle, ist eben das enorme Know-how, das wir schon geschaffen haben hier in Deutschland, ne, was wir in der Industrie haben. Also wir können diese Aufgabe stemmen und bewältigen. Trotzdem, es gibt ja so die Vorstellung von vielen, auch bei der Energiewende und bei der E-Mobilitätswende, dass es so, also hier sind wir, da wollen wir hin. Oh, wir sind zu langsam, weil wir sind noch nicht da. Und andere sagen, ja, so entwickelt sich die Sache auch nicht, sondern es geht eigentlich eher so. Wie ist der Zeitplan eher für die Ladeinfrastruktur? Ist es so, dass wir jetzt eigentlich planen, denken, Voraussetzungen schaffen gerade, also jetzt gerade im Straßenlaternenparker-Bereich, und dann macht es irgendwann mal einen Schlag? Oder ist es doch eher so was, wo man sagt, nee, das muss kontinuierlich jetzt, wir müssen jetzt jedes Jahr so und so viel zubauen und wir sind da auf dem Weg oder sind da nicht auf dem Weg und das Ganze wird bis 2035 dauern und dann haben wir es geschafft? Ich würde aber mal sagen, also ich glaube, wir sehen den Schlag gegenwärtig bei der HPC-Ladeinfrastruktur. Ja. Ja. Als wir 2019 als Leitstelle gegründet wurden, da hatten wir de facto kaum HPC-Ladesäulen. Da habe ich mich gefreut wie ein Guppi, wenn ich mal an so einem neuen HPC-Lader mit 150 kW kam. Und übrigens auch 2019 war noch so gut wie gar nicht ein Anbieter aus Südtirol mit Ladesäulen vertreten. Ich glaube, der war auch schon nochmal ein Gamechanger, weil er die HPC-Ladeinfrastruktur skalierbarer gemacht hat, verlässlicher und wie einige Markt sagen auch günstiger. Sondern das heißt, wir sehen gegenwärtig schon einen Schlag bei der HPC-Ladeinfrastruktur. Und das wird übrigens auch meiner Meinung nach weitergehen, weil da geht man, viele Standorte hat man gesichert. Wir werden mit der HPC-Ladeinfrastruktur in den nächsten 2 Jahren, muss man sich nochmal überlegen, 9000 HPC-Ladepunkte über dieses Deutschlandnetz, was wir finanzieren als Bund, wo wir das Geld ja privaten Anbietern geben, die auch in peripheren Regionen nochmal HPC-Standorte aufbauen. Also da wird der Schlag sehr stark reingehen. Das ist auch alles mittlerweile davor berechnet schon, auch im Mittelspannungsbereich. Die lokalen Netzbetreiber wissen da Bescheid. Das genannte LKW-Netz von Johannes Palasch entlang der Autobahn, das machen wir mit der Autobahn GmbH zusammen, da wird es auch den Schlag geben, es wird alles gehen. Was ich aber nicht vorhersagen kann, und das macht mir wirklich Sorgen, deswegen habe ich da auch vorhin so lange drauf rum diskutiert schon mit Ihnen, ist, wir sehen gegenwärtig in diesen Quartieren, wo ich glaube, wo AC-Ladeinfrastruktur eine Rolle spielen wird, sehen wir sehr wenig Bewegung. Und wir sehen auch Entwicklungen, dass Akteure, die dort am Markt mit AC-Produkten unterwegs waren, das Handtuch geworfen haben oder Insolvenz gegangen sind. Okay. Oder sich auf andere Märkte konzentrieren, weil Deutschland so herausfordernd ist. Mhm. Und das ist schon sowas, wo ich mich frage, so komplett auf dieses HPC-Pferd zu setzen, was einfach automatisch auch mit höheren Gebühren da versehen ist. Siehe das Beispiel mit dem DSL-Vertrag, der im Grunde genommen ja auch da mehr kostet. Da habe ich so ein bisschen meine Sorgen, denn um da das Beispiel ranzubringen, nicht alle brauchen einen Glasfaseranschluss mit 1 GB und mehr. Ja, oder wir haben das Thema ja auch bei den Bahnen. Ich denke, das wird auch kein so großes Problem sein, Betreiber zu finden, die ICE-Strecken von München nach Hamburg und Berlin machen. Aber denjenigen, der mich dann noch, meine Partnerin ist gerade auf dem Weg zu einer Beerdigung in Bartholomä bei Heidenheim. Da kommen Sie mal dahin. Ja. Und ungefähr so ist es ja. Ich muss ja auch da laden können, wo es nicht so attraktiv ist. Und das ist das schöne Beispiel, um das mal kurz von Johannes vorzugreifen. Du hast es so schön das mal gesagt.
das Mobilfunkthema in Deutschland haben wir privatisiert. Mhm. Und das sehen wir heute, wenn wir entlang der Fernstraßen fahren oder der Bahnstrecken fahren, sprich, wo keine Siedlungsstrukturen sind, wo peripheren Regionen sind, habe ich schlichtweg keinen Empfang. Mhm. So. Und das wollen wir halt eben mit der Ladeinfrastruktur möglichst verhindern. Mhm. So. Aber um darauf zurückzukommen, wir können dafür halt eben, wie gesagt, Planungstools zu geben, wir können dafür appellieren, wir appellieren dafür auch durchaus viel an lokale Entscheider, wie jetzt hier die Tage in Konstanz. Aber ich sage es natürlich auch, mehr Druck von außen, auch gerne Druck von den Zuhörern hier, hilft uns da natürlich auch. Auf die kommunale Politik in dem Fall. Genau, auf die Entscheider vor Ort. Einfach mal einen Entscheider vor Ort, mal eine nette E-Mail schreiben und sagen, pass auf, ich fahre elektrisch, ich sehe da meine Bedarfe, im Grunde genommen am Laden, hier im öffentlichen Raum bei dir, nicht gegeben. Oder auch, noch viel schöner, ich würde gerne ein batterieelektrisches Auto kaufen, aber ich weiß nicht, wo ich es hier bei dir laden soll, kommunal. Und in den Kommunen sehe ich teilweise die Tendenz eher, würde ich meine Heimatstadt auch mit einschließen, dass eigentlich die gar nicht so, also wobei wir hier sehr grün sind, ja, also, aber die sind gar nicht so auf Elektromobilität, die sind eigentlich, also die wollen eigentlich lieber, dass Bahn, Rad gefahren wird, Bus gefahren wird und eigentlich die Autos aus der Stadt raus. Das ist ja dann auch nicht hilfreich in dem Fall, oder? Also vielleicht Konrad wird schmunzeln, aber er hat mich gestern aufs Lastenrad gesetzt hier. Das heißt, ich fahre mir das gerne. Heißt Konrad hier. Ja, bei uns. Das heißt Konrad auch noch. Deswegen habe ich ihn extra aufgesetzt. Ja, darf das E-Lastenrad. Nein, also ich glaube, wir sind privat auch total offen und ich finde das auch richtig, diese Frage, wie will man eigentlich die Stadt der Zukunft organisieren, auch aus verkehrlicher Sicht. Deswegen habe ich es ja eingangs gesagt, egal zu welcher Lösung man kommt vor Ort. Es muss aber klar sein, das, was dann an Rest übrig bleibt, an Pkw, Individualverkehr, der muss elektrisch funktionieren. Mhm. Und deswegen sage ich mal, von der Reihenfolge her muss eine Kommune natürlich für sich zuerst klären, wie sieht die Stadt der Zukunft aus, was bleibt an Verkehr übrig und wie kriegen wir den elektrifiziert. Ne? Mhm. Und wir tun es vor allem da schwer, wo man das vielleicht noch nicht zu Ende diskutiert und umgesetzt hat. Von daher, das wird auch die nächsten Jahre noch für Unsicherheiten sorgen, bin ich vollkommen sicher. Vielleicht ein anderer Punkt nochmal auch, weil Konrad ja diese Quartiere mit der Normalladeinfrastruktur angesprochen hat, ein Punkt, der dafür spricht, dass man die Fahrzeuge am Netz hat und zwar über längere Zeit, ist ja auch nochmal so ein großes Thema, wie kriegen wir eigentlich Energiesystem, Verkehrssystem zusammen? Ja. Und das, was du vorhin schon beschrieben hast, der Vorteil zu Hause ist, liegt auf der Hand, ich habe eine PV-Anlage, ich kann mein Auto für 18 Kilowattstunden laden und perspektivisch kann es auch wieder ausspeisen, dann wird es noch günstiger, ne? und. Das ist etwas, was wir natürlich auch in einem anderen Kontext noch diskutieren müssen. Die Fahrzeuge, die im öffentlichen Raum stehen, sind natürlich ein gigantischer Speicher. Mhm. Und wir haben natürlich schon Interesse daran, den systemdienlich am Netz zu haben, um zu sagen, okay, also wenn, warum sollen die abends, also heute ist es so, ich fahre bei mir in Berlin, da wo ich früher gewohnt habe, wenn ich da im Block nochmal bin, fahre ich um die Ecke an die Ladesäule, stöpsel um 6 ein, dann lädt er um 6 Uhr los. Totaler Quatsch, dass er um 6 lädt. Ne? Weil das eigentlich im Energiesystem, da könnte er um 12 Uhr loslegen, ne? Wenn genug Wind an der Nordsee da ist, den keiner haben möchte. So. Und das ist, glaube ich, etwas, auch das thematisieren wir in der Leitstelle. Wie kriegen wir das stärker zusammen, auch beim LKW? Weil wir natürlich sagen, wir müssen einfach dieses Produkt Elektroauto noch attraktiver machen aus einer preislichen Komponente, wenn wir es ins Energiesystem reinhängen. Weil wir schon davon überzeugt sind, dass man noch mehr Geld sparen kann, wenn das wirklich gut integriert ist. Ich habe jetzt im Gespräch immer wieder gemerkt, ja, es gibt so Vorsichtigkeiten, wenn ich irgendwelche Namen oder Firmen nenne. Das hat was damit zu tun, dass es halt doch ein Organ gewisserweise der Politik ist. Gibt es aber seit 5 Jahren, heißt, ist nicht von dieser Bundesregierung gegründet worden, richtig? Es geht über Regierungsmehrheiten hinweg. Es ist ein Interesse, was es schon vorher gab. Genau, also vielleicht noch ein kleiner Insight am Ende. Wir sind von Andreas Scheuer gegründet worden und hatten natürlich dann, als der Verkehrsminister Volker Wissing kam, so ein bisschen Sorge, wie wird der das Thema jetzt annehmen? Mag er uns nicht? Und dann war es damals, ich weiß noch, direkt zu Corona-Zeiten noch, Anfang Januar, und hat uns eingeladen. Er war total offen und hat sofort erkannt, nee, natürlich haben wir hier ein Thema. Ne? Und Ladeinfrastruktur ist Grundvoraussetzung dafür, dass wir Elektromobilität hinbekommen und gar keinen Zweifel, dass Elektromobilität auch kommen wird. Und hatten von Anfang an seinen Support. Und von daher sind wir relativ optimistisch, dass auch die kommende Bundesregierung erkennen wird, dass das einfach ein Riesenthema ist, weil letztendlich, die Industrie hat sich mit viel Geld dafür entschieden, diesen Weg jetzt zu gehen. Also wir haben ja das große Schlagwort Technologieoffenheit. Und das ist ja etwas, das haben wir ja vor 10 Jahren dahingesetzt, haben wir gesagt, Leute, wir wollen gar nicht entscheiden, welcher Antriebsstrang jetzt der richtige ist. Die Industrie soll bitte gucken, was glaubt ihr denn, was kriegt ihr produktionsseitig hin, weil auch Fertigungstechniken gefragt sind. Und was glaubt ihr, was kaufen die Leute?
So, und man hat eben auf dieses Pferd batterieelektrische Mobilität gesetzt und die Werke sind umgerüstet. Also das heißt, da sind Entscheidungen getroffen worden von der Industrie und die müssen wir jetzt politisch flankieren und dafür die Infrastruktur schaffen. Das ist unser Job. Mhm. Okay. Abschließend vielleicht für die nächste Runde, wenn wir uns mal wiedersehen. Wir haben viele Best-Practice-Beispiele auch. Und das sind nicht nur wenige Best-Practice-Beispiele, wo wirklich auch Kommunen, weil ich heute immer so negativ gesprochen von den Kommunen, aber ich hatte ja die zwei Beispiele, die zwei Städte genannt, wo wirklich sich Kommunen auf den Weg gemacht haben und wirklich auch für ihre Anwohner in Vorleistung gegangen sind, private Akteure gefunden haben, übrigens auch gar nicht selber Geld in die Hand genommen haben, aber Flächen genehmigt haben, sich Gedanken gemacht haben, wie sie mit Elektromobilität umgehen. Und das Ganze, wie ich finde, auch recht erfolgreich aus meiner Sicht, auch mit einem sehr guten Angebot. Und ich glaube, wir müssen auch mehr, und das ist so ein bisschen so ein Problem vielleicht auch unserer Kultur, über so positive Dinge mal im kommunalen Kontext halt eben reden. Und dass wir vielleicht damit auch andere Kommunen ermutigen, das vielleicht auch nachzumachen. Okay, also sollte ich im Schluss dieses Videos mal meine einleitende Frage, scheitert die E-Mobilität an den Ladesäulen, die jetzt hoffentlich viele auf dieses Video draufgebracht hat, könnte ich natürlich auch nennen, das Video, das haben wir schon in der E-Mobilität erreicht, dadurch, dass Ladeinfrastruktur unterstützt und geplant worden ist. Ist ja schon auch so ein Stück weit. Genau, ja, es ist ja auch definitiv was erreicht darüber und allein das, was geplant ist und was jetzt auch in der nächsten Zeit noch errichtet wird. Wie gesagt, ich glaube, eins sollte man ja noch mal mitnehmen, das Thema HPC, Langstrecke, da ist für mich im Pkw-Bereich auf die nächsten Jahre bei dem Fahrzeug, was da kommt, eigentlich würde ich sagen, ja, Drops gelutscht. Mhm. Wirkliche Challenge ist halt eben, wenn ich halt eben im Mehrgeschoss wohne, vor der Tür irgendwie laden muss und meine Kommune hat sich noch keine Gedanken gemacht, dann ist es nicht ohne. Und ich denke, was wir mitnehmen können, ist, wenn ihr die seid, die den Laternenparker braucht, dann geht zur Kommune und sagt das auch, damit ihr das wissen. Und wenn die Kommune dann zur Leitstelle Ladeinfrastruktur kommt, dann wird ihnen geholfen, oder? Dann wird ihnen definitiv geholfen. Dann haben wir einen ganz großen Produktkatalog für die Kommunen. Und das muss man auch nochmal sagen, auch an alle kommunalen Mitarbeiter. Wir wollen sie hier nicht irgendwie dissen oder in Disclaim, sondern wir wollen mit ihnen gemeinsam, und dafür entwickeln wir auch mit den kommunalen Mitarbeitenden auch die Produkte, das Thema Ladeinfrastruktur voranbringen. Und wir wollen sie gerade nicht mit dem Thema allein lassen. Genau, und vielleicht noch abschließend, wenn wir 5 Jahre zurückgucken, wo wir da standen, wenn wir jetzt sehen, wo wir heute stehen, eine gewaltige Arbeitsleistung aller Beteiligten, diese Infrastruktur zu bekommen, jetzt nochmal 5 Jahre weiter gedacht, komplett andere Welt wird das sein. Das ist eine Menge Arbeit, aber das werden wir hinbekommen. Wir müssen diese Arbeit jetzt eben Tag für Tag vollrichten und damit guter Dinge, dass wir ganz viele Bürgerinnen und Bürger davon überzeugen können, dass das einfach schlichtweg funktioniert. Super. Vielen Dank, Herr Pallasch, vielen Dank, Herr Hammer, dass Sie hier waren in meinem Podcast. Ich hoffe, ihr fandet das spannend. Like bitte dieses Video, kommentiert gerne ausführlich und engagiert, was ihr von diesem Thema haltet, wo euch der Schuh drückt, und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Dieser Dad. Fandest du dieses Video gut? Dann lass mir gerne ein Abo da und die beiden Videos könnten dir auch gefallen.